Die Kälte macht den Langläufern zu schaffen. Tape auf der Nase und viel Bewegung hilft, die minus 16 Grad kalte Luft an der Langlaufstrecke auszuhalten. Russlandwind Hartmut peitscht über das Land im Schwarzwald. Es ist sehr kalt. Ich habe mir hier so ein bisschen Tape ins Gesicht geklebt. Ich habe dicke Handschuhe an, Thermounterwäsche. Und trotz der Kälte geben die Läufer richtig Gas. 1,5 Kilometer lang ist die Strecke. Ein heißes, naja, eher kaltes Pflaster für sportliche Höchstleistungen. Doch hören wir uns doch erst einmal an, was die Sportler auf dem Parcours überhaupt erwartet. Und wer könnte das besser erklären als der Mann, der ihn 2011 mitentwickelt hat? Ja, wir haben hier fürs Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia Winter den Technikparcours wieder aufgebaut. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Technikparcours, der alles abfordert, was im Skilanglauf notwendig ist, um schnell laufen zu können. Wir haben Trettorgeln, wir haben Richtungsänderungen, wir haben Bodenwellen, wir haben Achter, wir haben Abfahrt, wir haben Sprungschanze, wir haben Anstieg. Einfach alles. Auf der Strecke kochen die Emotionen. Denn unter den 141 Läufern kann sich nur einer durchsetzen. Und das ist heute Timo Ullmann. Der 13-jährige Sachse läuft eine Topzeit von 4 Minuten 48 Sekunden.